Auch in der neuen Woche wird das Thema Handelskrieg, wird das Thema Zölle wieder die Märkte dominieren. Aber jetzt kommen gleich zu Beginn der Woche vor allem noch Meldungen über Hongkong-Ausschreitungen hinzu, die das Risikosentiment deutlich beeinflussen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf eben das, was in der neuen Woche jetzt der Fall sein könnte. Folgendes Bild ist es, dass hier die Märkte durchaus bewegt in Asien. Der Schuss auf einen Demonstranten, der dann schwer getroffen, der niedersinkt, im Blut liegt. Dann kommt es zu weiteren Ausschreitungen, insgesamt sehr schwere Ausschreitungen jetzt wieder in Hongkong. Und der Markt in Hongkong schwer unter Druck, auch Chinas Börsen unter Druck. Und das, obwohl wir heute den Singles Day haben, also praktisch dieses Shopping-Event hoch 10, Online-Shopping-Event vor allem, das das übertrifft, was in den USA jemals der Fall war, aufgrund des wahnsinnigen Volumens, das da umgesetzt wird, vor allem für Alibaba. Jedenfalls eigentlich ein Tag der Freude, ein Feiertag kann man fast sagen in China, aber das wird deutlich überschattet durch die chinesischen Medien, voll von Bildern von diesen Ausschreitungen, natürlich immer mit der Tendenz, die bösen Demonstranten, die da gewalttätig sind. Das ist ja völlig klar. Aber der Ton gegenüber den USA hat sich vorher schon im Laufe des Wochenendes deutlich verschlechtert. Für mich so ein Anzeichen innerhalb einer totalitären Herrschafts- oder innerhalb eines totalitären Systems, was tatsächlich dann hinter den Kulissen läuft. Wir sehen hier zum Beispiel, ist nicht eine gute Wahl für Firmen aus China, sich in den USA listen zu lassen an den Börsen. Geht doch vielleicht mit einem zweiten Listing, mit einer zweiten Notierung an die Börse in Hongkong. Das ist derzeit besonders empfehlenswert. Wir sehen dann zum Beispiel immer wieder Polemik gegen US-Außenminister Pompeo, der ja China immer sehr stark kritisiert, heftig attackiert wegen deren Uiguren-Politik. Hier wird er als well-trained liar on China, Mike Pompeo, also als gut ausgebildeter Lügner, immer wieder Berichte über Pompeo. Der Ton insgesamt, das merkt man einfach, ist wieder schärfer geworden. Für mich, wie gesagt, ein Zeichen dafür, dass es jetzt eng wird, dass es kritisch wird in dieser ganzen Story zwischen den USA und China. Und wir haben dann Aussagen auch von Mike Pompeo, der dann noch, nicht Mike Pompeo, das ist Peter Navarro, wie Sie vielleicht unschwer erkennen können, der sagt, es gibt keinen Rollback at all, es gibt gar keine faktische Überlegung, die Zölle zurückzunehmen. Und es gibt keine conflicting signals, also keine widersprüchlichen Signale. Genau das war ja das Problem, dieses Headline-Chaos, das wir jetzt erlebt haben. There is no agreement to roll back any existing tariffs as part of the phase one deal. Es gibt keine Vereinbarung über das Zurückdrehen von bestehenden Zöllen in dem Phase-1-Deal, aber China hat ja ganz klar gemacht, ja, wir wollen absolut darauf bestehen, wir werden absolut darauf bestehen, dass diese bestehenden Zölle teilweise jetzt schon zurückgenommen werden als Mindestangebot, aber perspektivisch dann eben alle Zölle abgeschafft werden, die bestehen. Das ist genau sozusagen dieser Konflikt, der jetzt offenkundig wieder verschärft wird. Wir haben dann Aussagen von Donald Trump, der natürlich wieder die Sprechblasen gesagt hat, Trade Talks move along very nicely, hat er gesagt, aber eben auch dann klar gemacht, dass die Meldungen über bestehende Zölle oder über die Rückführung bestehender Zölle nicht korrekt seien. Also jetzt auch die Bestätigung von Trump. Trump dann auch mit Aussagen, dass die Lieferketten in China geplatzt seien wie ein Ei. Daraufhin Hu Xixin, Chefredakteur der Global Times, der sich darüber mokiert und sagte, wer ist derjenige oder wer sind diejenigen, die Trump so mit falschen Informationen versorgen. Also wir sehen, es ist ein Hin und Her. Die Tonlage hat sich schlichtweg verschärft. Nach meiner Auffassung ein sehr, sehr ungutes Signal für diese Gespräche. Schlichtweg, weil die Positionen so weit auseinander liegen. Die USA wollen die Zölle offenkundig nicht zurückdrehen. Die Chinesen bestehen darauf. Und so sehen wir das alte Muster. Die Märkte haben schon 1000 Deals eingepreist, aber kein einziger ist gekommen. Und wenn man dann eben auspreisen muss, was faktisch nicht der Fall ist, dann könnte es auch mal an den völlig überkauften Märkten nach unten gehen. Das zumindest könnte man meinen. Wir haben auch letzte Woche wieder maßgeblich an Marktkapitalisierung dazugewonnen. Über eine Billion sind vor allem eben auch wegen der Hoffnung auf eine Lösung im Handelskrieg dazugekommen. Natürlich stützt auch die Fed-Politik dieses Quantitative Easing, das nicht Quantitative Easing ist. Das ist natürlich
für die Märkte sozusagen der Fed Put, könnte man sagen. Sie empfinden es zumindest so. Ob es wirklich der Fall ist, muss man sehen. Aber wir sehen, dass wir jetzt 82 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung weltweit haben. Das entspricht 94% des globalen BIPs. Das ist schon fast an dem Niveau, das Buffett als Bubble bezeichnet hat, nämlich 100%. Wir sehen, dass wir hier praktisch jetzt neue Hochs erreicht haben in Sachen Marktkapitalisierung. Wir haben dann die Situation, wenn wir uns mal die Fakten anschauen, was fundamental vor allem in den USA der Fall ist, haben wir jetzt ein Revenue Growth, also ein Umsatzwachstum von 3,2% im dritten Quartal 2019 gehabt. Das ist der schlechteste Wert seit dem dritten Quartal 2016. Und wir haben einen Rückgang der Earnings von minus 2,4%. Das ist damit der dritte Quartalsrückgang für die Earnings. Und das, obwohl ja immer weniger Aktien überhaupt verfügbar sind wegen den Buybacks, wegen den Aktienrückkäufen der Unternehmen. Also wir sehen, dass die Gewinne pro Aktie sinken, obwohl es weniger Aktien gibt. Das rechtfertigt natürlich neue Allzeithochs und mindestens eine Verdopplung der Kurse. Schauen wir uns eben diese Kurse an hier von Capital.com. Was wir zuerst sehen hier, ein Chart, den ich sonst nicht zeige, ist der Hang Seng Index in Hongkong. Und wir sehen, booms, da ging es gleich zur Eröffnung deutlich runter. Der Markt 2,5% etwa im Minus. Und das ist auch ein bisschen, hat auch ein bisschen übergegriffen auf Chinas Festlandsmärkte in Shanghai. Und Shenzhen, wir sehen, dass heute trotz eben dieses Single Days in China die Stimmung schlecht ist. Heute ist Veterans Day in den USA, das heißt, die physischen Anleihemärkte sind geschlossen. Das Volumen, das Handelsvolumen dürfte etwas geringer sein. Wir tasten uns mal von hinten nach vorne sozusagen diesmal bei den Charts. Wir sehen hier Öl $56,63. Wir sehen Gold, das ja so stark unter Druck war, hält sich bei 1462. Zinssenkungsfantasien ein bisschen raus, das hat auch den Euro belastet, 1,1022. Wir sehen jetzt den Dow Jones eben ein bisschen unter Druck, da ist doch ein bisschen was passiert im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages aktuell oder des Freitags aktuell 27.565. Der Nasdaq 8.218. Wir sehen den S&P 500, wenn er denn kommt, bei, da ist er bei wie viele Punkten? Schauen wir mal, wann kommt er, wann kann ich ihn hier aktivieren? Da sind wir bei 3077 Punkte, also auch etwas tiefer. Was wird die ganze Geschichte für den DAX bedeuten? Der dürfte um und bei 13.183 reinkommen nach aktueller Indikation. Jetzt haben wir eigentlich eine Woche, die saisonal eher ungünstig ist. Mal sehen, ob das sich in dieser Woche auch auswirken wird. Wir haben wenig Termine, wir haben wenig sozusagen von der US-Berichtssaison, die ist abgefrühstückt, wenig Termine. Es gibt eigentlich wenig Aufreger, dementsprechend dürften eben diese Headlines in Sachen Handelsdeal, ja, nein, zwischen den USA und China in das Geschehen bestimmen. Jedenfalls sehen wir, dass die US-Futures rot sind, nicht tiefrot, aber ein bisschen rot. Wir sehen, dass der DAX schwächer eröffnet, weil eben die Gewissheit, dass hier die Dinge so toll sind, die schon 500 Mal eingepreist wurden, langsam offenkundig ein bisschen zerbröckelt. Ich wünsche jetzt einen guten Start in diesen Montag, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.